Hallo meine Freunde, ich habe mal bei dir mal so ein bisschen in YouTube reingeguckt über Thailand. Da ist auch einer so drin, der kritisiert über YouTuber, dass sie Geld verdienen. Er kritisiert Thailand und dann er macht selbst YouTube über Thailand und dann macht er die Leute auch schlecht, wenn die auswandern, wenn sie gescheitert sind und alles. Ich finde das nicht schön, dass man sowas dann reinsetzt. Ich habe manchmal, denke ich so, wenn ich seine angeguckt habe, er hat Probleme, starke Probleme. Manchmal, wenn ich das so angucke, der ist Neid auf andere, was sie haben und so. Er denkt immer, er kennt sich in Thailand besser aus als jeder andere und so. Und wenn die Leute gescheitert sind, stellen sie sich, dann sind sie dumm und allem und dran. Ich finde, wenn er nur Kritik gegen Thailand macht, dann frage ich mich eigentlich, warum macht er YouTube und erzählt mir was? Ich habe immer gesagt, jeder, der auswandert, der muss bei sich zusehen, dass er es schafft. Und wenn die Leute, die gescheitert sind, man muss immer so sehen, über was sind sie gescheitert? Ich habe jahrelang war ich auch mal Pattaya, 3 Jahre. Ich mache Pattaya nicht und so. Es sind nur Urlauber, die denken nur an Sex und allem und dran. Und das sind Leute, die nur im Bar sitzen und so. Und ich habe da vieles gesehen und so. Ich habe da auch länger als immer als 3 Monate Urlaub gemacht. Dann kennt man das alles schon. Und das sind solche Leute, die haben nichts. Die sind gescheitert, wollen nur Spaß haben. Ist nach meiner Meinung. Ich sage immer, jeder soll wissen, was er selbst macht. Und so wie er auf ankommt, die anderen haben Häuser und allem dran, schönes Land. Der hat er immer gedacht, der immer, man verdient durch YouTube. Beispiel, ich kriege keinen Cent. Ich will auch keine Werbung haben da drin. Und wenn ich was kriege, freue ich mich. Dann kann ich wissen, was Neues kaufen für YouTube zu machen. Und ich habe in viele Länder gelebt. Ich habe auch viele Visum gekriegt und allem und dran. Nur ich finde Thailand gut. Es kommt nicht jeder rein, der auf Papa Staat lebt und ausbeutet, so wie in Europa, wie Deutschland. Wollen wir mal so gucken. Viele sagen immer, Deutschland ist gut. Wollen wir mal ein Thema reden jetzt, was mit der Ukraine ist und so. Die Leute, die arbeiten, die kriegen was. Aber wir haben 1/4% Rentner, die kriegen gar nichts. So wie Heizkosten zurück und so. Nur wer arbeitet, wird belohnt. Das ist Deutschland, das sind die neuen Politiker. Ist das reell? Und dann kommen sie nachher, ach, die Rentner haben ja genügend gekriegt, 5,3%. Ja, aber was ist in der Lohnerhöhung, was sie gekriegt haben? 2, 5, 3%? Letztes Jahr haben wir nichts gekriegt und da haben sie auch so ungefähr 2% Lohnerhöhung gekriegt, circa. Und dann heißt das, der Rentner kriegt genügend, der wird auch nur abgezockt und er zahlt noch Steuern drauf. Von seiner kleinen Rente. Ich sagte, wenn ich in jedem Land auswandert, ist das jedes Mal anders mit dem Immigration-Gesetz. Genauso wie in Amerika, wo ich lange gelebt habe. Ich habe eine Green Card gehabt. Da denken sie alle, du verlierst die Green Card nichts. Und so, jedes Land kann die Green Card oder ihr Visum wegziehen, wenn du straffällig bist und so. Noch nicht mal straffällig. Oder die meinten, dass du passt nicht in den Land rein, weil deine Frau ein bisschen verrückt ist, eifersüchtig und wenn jedes Mal Probleme ist, die Polizei holt. Das sehen sie alle. Das ist auch in Thailand so. Und was denn, wenn man verheiratet ist? 400.000 Baht, das sind 12, 13.000 oder 14.000 Euro. Ich habe das Geld auch angespart. Die denken, man hat das Geld so auf dem Konto und so. Ich habe jeden Cent gespart. Ich bin 2021 zurück von US, vor 11 Jahren aus Amerika abgeschoben worden. Ich bin mit nichts zurückgekommen. Ich habe aber gleich nach 2 Wochen eine Arbeit gekriegt.
Ich habe viel in Amerika verloren. Ein Haus mit großes Land. Und sollte glücklich werden. Und habe alles wieder in dessen Zeit, die 12 Jahre, wieder aufgebaut. Und ich habe jetzt ein Land gekauft mit meiner Frau. Ich baue jetzt ein Haus. Ich habe ein neues Auto. Habe ich in Deutschland auch gehabt und so. Groß habe ich auch nicht gehabt. Ich habe einen Teil geerbt von das Haus, was ich jetzt verkaufe. Das ist ein bisschen größer als wie ein Wochenendhaus. Und ich habe auch eine gute Rente und so. Und wenn ich in Thailand leben möchte, dann muss ich damit rechnen, dass ich bezahlen muss. Und wenn man eine Rente hat, kann man auch mit gut auskommen. Und wenn beide arbeiten. Meine Frau bekommt fast genauso viel, was ich an der Rente kriege. Ja, ich habe ein bisschen mehr als wie sie. Und wenn man das in Jahre zusammenrechnet und nicht auf genau auf Cent rechnet, kann man sagen, verdient gleich, muss man mal so sagen. Und ich bin bei ihr versichert, wenn ich das mit runterrechne, kommt das mit hin. Und ich habe eine gute Frau, ist schwer zu finden. Es gibt viele YouTuber, die sind schon jetzt 1 Jahr, 20 Jahre oder 25 Jahre verheiratet. Ich kenne auch viele, die sind mit einer Thai-Frau länger verheiratet. Und ich kenne auch einen Deutscher, der will nicht zurück. Ich kenne noch einen Deutscher, der hat in Thailand eine große Farm. Der kennt schon Thailand 30 Jahre, noch länger als 30 Jahre. Der hat immer nach und nach gekauft. Ja, der hat Kühe. Reichlich, er hat genügend Land. Er hat nicht seine Frau, aber der kennt sie auch schon so. Der ist jetzt auch 65, hat immer jedes Mal was zurückgelegt und hat in Thailand gekauft. Heute sagt der, ich kenne ihn jetzt seit 7 Jahren, da sagt er auch, ich brauche nicht mehr arbeiten, ich lasse arbeiten. Dafür habe ich euch jahrelang gespart. Und der andere Deutsche, der hat nur ein Haus verkauft von seinen Eltern, wenn sie gestorben sind, hat in Thailand gebaut. Die Familie hat ein bisschen Geld, aber die halten zusammen. Denn die haben auch gespart, davon leben sie jetzt. Die haben ein Geschäft gehabt, nur durch den Corona mussten sie jetzt zumachen, aber es wird wieder langsam aufgemacht. Ja, es sind auch 2 Jahre, wo sie nicht verdient haben, aber das ist Zusammenhalt. Und so kenne ich das auch von meiner Frau. Ich habe auch Probleme gehabt mit meiner Rente und so. Hat sie mir ausgeholfen, das ist ein Zusammenhalt. Das heißt nicht, dass es mein Geld, das ist dein Geld und so. Wenn man so richtig hinlegt, dann sind in Deutschland die Renten immer benachteiligt. Ja, und das hast du woanders nicht. Und der war nur ein Kritisieren, wenn da Leute leben, etwas geschafft haben oder die haben gespart jahrelang, nur. Denn die Leute, die gescheitert sind, dass sie zurück sind und dann leben die von Hartz IV und so, das finde ich nicht schön. Es kommt immer drauf an, wer ist gescheitert. Ich kenne viele, die sind nicht gescheitert. Ich kenne auch viele, die seit vor 2 Jahren zurückgegangen ist, wo der Thai-Bad noch 1 € auf 30 Thai-Bad sind. Ja? Da habe ich auch gesagt, hat ein Haus gehabt, hat ein Auto und hat alles verkauft. Dann frage ich, für was? Der Thai-Bad ist nur ein Schwanken, der geht wieder hoch. Und jetzt ist er wieder auf 38, 37, 36 gewesen. In dessen Jahr. Der schwankt so doll. Und, aber ich kann trotzdem noch besser leben. Ich bin jetzt in Deutschland, wenn ich so sehe, ist das hier alles zu teuer. Für 300 habe ich eine ganze Familie ernähren können, gut für 2, 3 Wochen. Sehr gut. Das kannst du nicht mal alleine in Deutschland für 2, 3 Wochen. Ich gebe dir wöchentlich aus, nicht mal groß zu kaufen, weil ich ja nicht groß kochen kann, weil ich keine Küche mehr hier drin habe. Da gibst du schon alleine an 50, 60 Euro die Woche aus. Ja, da sage ich, das ist noch nicht mal ein Spitzenklassenessen. Und Dosenessen mag ich nicht. Mal ist das mal, dass ich mal gekauft habe, habe ich auch gedacht, aber das ist das Essen. Das kann man nicht essen. Und ich finde immer, jeder soll das selbst entscheiden, was der machen soll. Ich habe auch im Job viele Scheiterungen gehabt und so. Dann gehe ich, dann suche ich mir einen anderen. Ich bin ja nicht da angewiesen, bei denen zu bleiben, sage ich mal. Oder
Ich muss das doch selbst wissen. Wo soll ich meine Mutter fragen? Mutti, nimm mich mal in Hand. Und der war nur ein Kritisieren. Der ist ja jeden Tag, hat er mindestens ein oder alle zwei Tage ein Video. Immer ein Kritisieren, Kritisieren. Und über andere dumme Leute. Dann tue ich doch helfen. Genauso wie er das letzte Mal gesagt, die haben gefragt, ich bin Rentner, was soll ich denn machen? Der hat nur an die kritisiert und so. Da schreiben doch schon Leute auch rein. Und da frage ich mich immer, warum hat er immer noch so viele Abonnenten, wenn er noch kritisieren? Ich verstehe das nicht. Jeder kann machen, was er will. Und wenn man Fragen hat, dann kann er doch selbst entscheiden. Mache ich das, was er mir erzählt, oder ein anderer erzählt das? Und so. Nur dann tut er immer so, der ist oberklug. An sich habe ich mir gedacht, er kennt sich Thailand aus. Gar nichts kennt er sich aus. Du kannst jeden Gesetz, gibt es keine 100% Garantie. Es gibt keine Verträge, was 100% ist. Es ist jeden Vertrag ein Fehler. Man muss das nur lernen und lesen. Wo kann ich den Fehler umwandeln, dass ich Recht bekomme? Es ist genauso mit Immigration. Ich habe ja bald mehr gewusst, als was meine Frau weiß. Und ich war noch nie in Thailand und habe noch nie gemerkt. Ich habe nur ein Visum immer gemerkt. Ich habe mich nur schlau gemacht über das Internet. Andere haben mir es erzählt. Und alles glaube ich auch nicht, was andere erzählen. Du sollst die Erfahrung selbst machen. Durch die Erfahrung selbst kannst du lernen. Und so. Du kannst nur sagen, der hat das und das gemacht. Okay. Das ist schon mal etwas, Mut zu kriegen. Und so. Jede Ämter sind verschieden. Das ist auch in Deutschland, das ist in Thailand genau so. Und genauso wie in Amerika. Und wenn ich das erzählen würde, die lange Story, die könnten auch jeder rausschmeißen. Ich kann mal sagen, der passt mir die Nase nicht, ich schmeiß ihn raus. Jeder Beamte hat ein bisschen, was er machen kann und so. Das ist das. Und im griechischen Gesetz ist jedes Land fast das Gleiche. Man muss mehr freundlich sein. Du willst was haben, die wollen nicht was von dir haben. Ja, nur das Geld. Aber dann sei immer freundlich und nett und so. Wie heißt das immer? Es gibt auch ein Sprichwort, Kleider machen Leute. Und das ist auch so. Und meine Frau, okay, sie ist Beamtin, hat ein bisschen bessere Beziehungen dazu und allen drum und dran, aber das spiele ich nicht aus. Habe ich in Deutschland auch gehabt. Ich war auch im Staat. Ich war sehr beliebt, wo ich gearbeitet habe, für die Stadt und so. Aber das Einzige, was ich bin kein Arschkriecher. Das war ich noch nie. Wenn mir eine Arbeit nicht gefallen hat, bin ich auch gegangen. Und das ist auch so. Wenn mich Amerika mich schon zweimal rausgeschmissen hat und meine Frau will mit der neuen Green Card, habe ich gesagt, ich hab's nicht nötig. Und habe gesagt, wenn du das willst, dann komm hierher, aber ich habe nicht nötig mehr in Amerika. Und es ist nicht mein Traumland gewesen und so. Genauso, wenn Thailand mich rausschmeißt, dann gehe ich zurück und so. Man geht nie arm aus und so. Genauso. Man muss eine Person haben und suchen, dass sie Vertrauen haben. Nicht gleich als erstes Tag Liebe, Liebe. Ich liebe dich, ich liebe das. Das habe ich auch früher gehört. Was ist Liebe? Das sind nur Buchstaben. Man muss eine Frau länger kennenlernen. Ich habe meine Frau auch erst mal 3 Jahre kennengelernt. Da war ich öfter da und so. Und dann war ich mit ihr auch verheiratet und so. Dann war es auch die ersten Jahre schwer und so. Wenn man das erstmal, die Erfahrung sammelt man mit der Zeit. Auch so wie jetzt, ich bin in Deutschland und manchmal haben wir auch Streit, wenn wir reden. Aber sie meldet sich immer wieder zurück. Und ich bin auch stur, sie nicht so. Aber man hat nirgendwo Garantie. Du kannst auch in Deutschland scheitern. Und sagen mir, andere haben Schuld. Nein, du machst dein Leben was daraus, nicht die anderen. Und wer einmal auf dem Boden ist und steht nicht auf, der bleibt unten.
Ich habe mir das in Amerika gelernt. Da haben auch viele gesagt, oh, du ein Jahr. Aber ich bin 15 Jahre da gewesen. Ich habe auch hart gekämpft. Ich war auch zweimal auf dem Boden und so. Und wenn ich das alles erzählen würde, was ich da in Amerika gelebt habe, da hätte jeder schon den Koffer gepackt und zurückgegangen. Ich nicht. Ich bin immer aufgestanden, habe gekämpft. Wie oft hat meine Frau mich verlassen und dann kam sie näher an und so. Nur ich musste das machen, sonst hätte ich meine Green Card verloren und so, weil sie es mir gedroht hat und so. Und bei Immigration ist es kein Spielchen. Das ist auch in Thailand so. Nur Thailand ist strenger. Finde ich eine rechten und eine nicht. Thailand hat nicht so viele Ausländer, so wie in Amerika mit den Mexikanern. Das ist ein Mischvolk. Oder so wie in Deutschland. Und ich kann ja nichts sagen und so. Man muss das viel erst verstehen. Warum gehen die Leute auf die Straße, was in Deutschland nicht ist und so. Jedes Land hat seine eigene Politik. Ich kann mich auch nicht einmischen und sagen, ich finde das gut und das gut. Das geht nirgendwo. Und man muss nur das Land suchen, wo fühle ich mich wohl, mit was kann ich mit meinem Geld machen. Dann kann ich sagen, wenn du eine Rente unter 1000 Euro kriegst, kannst du nirgendwo auf der Welt leben. Es kommt nur auf an, wie lebst du? Du kannst auch mit nichts leben in ein Land. Das ist das. Du musst nur schlau sein und aufstehen, zusehen, wie kann ich Geld machen. Wenn ich mal so überlege und meine Geschichte in Amerika arbeiten, mal vorlese, wie meine Frau mich öfter rausgeschmissen hat, da war ich auch mal so mal einen Monat, zwei Monate. Und das ist immer die Zeit, wenn sie verrückt spielt. Dann verlierst du auch in Amerika schnell die Arbeit. Und die letzte Zeit nichts, weil ich dann auch Rückendeckung gekriegt habe, weil ich einen guten Job gemacht habe, so durch meinen Chef und so. Also zuerst war es auch hart, war ich auch manchmal zwei, drei Wochen auf der Straße. Aber ich bin nie runtergekommen. Ich habe immer zugesehen, was ich bekomme und so. Und da war mein Englisch auch die erste Zeit nicht gut. Nach 15 Jahren lernst du vieles und so. Und das ist in Thailand auch. Ich bin ja öfter nach Thailand geflogen und habe mir nicht an den Strand gesetzt und so. Auch jetzt die Sonne. Ich habe erst mal rumgeguckt überall. Ich war überall mit und allen um und dran. Und dann habe ich auch gelesen und so. Dann habe ich auch die Gesetze gelesen und so. Die kannst du alles übersetzen auf dem Computer. Ja, einen großen Teil kannst du das nicht, aber man kann das ein bisschen verstehen schon. Und von anderen Leuten kannst du das auch lernen. Das ist nur dein Problem. Fasst du dir das auf oder nicht? Ja, meine Leute, und so. Ich hoffe, das Thema war gut. Ich will mal nächste Woche wieder was Neues reinbringen. Da will ich mal aufzählen, was so in Thailand das ganze Leben kostet. Was ich so an Kosten habe und so an drum und dran. Ich kann auch mehr erzählen von Rechte, Immigration. Ich mache das jetzt seit einem Monat. Ich würde das jetzt besser machen, wenn ich in Thailand bin und so. Will ich auch mehr Urlaubsbilder bringen. Nur man darf ja in öffentlichen Räumen keine Videos machen, was alles mit Behörde zu tun hat und so. Aber kann ich euch danach erzählen. Nächsten Monat muss ich ja sowieso mein Jahresvisum wieder verlängern lassen. Und da kann ich auch mehr erzählen und so. Und nächsten Monat, wenn ich in Thailand bin, so im Mai, da werden die ersten Pfähle in mein Haus reingerammt. Ich habe gemacht ja eine Fallgründung. Und da werde ich auch ein Video darüber bringen. Da habe ich auch mit meiner Frau geredet. Nicht ein Unternehmer schreibt mehrere an. Das hat sie jetzt auch gemerkt und so. Und am besten ist das, wenn du nie dabei bist, deine Frau macht die Verträge, bis du es haben willst, nimm das mit. Wenn du dabei bist, gehen die Preise auch hoch. Das habe ich bei den ersten auch gemerkt schon. Das ist eine halbe Million Thai-Baht, was ich denn mehr bezahlen muss. Und das Haus ist jetzt eine halbe Million billiger und macht doch in Yutong 20er und so. Und das Haus ist auch ein bisschen größer geworden jetzt. Für 500.000, 2,5 Millionen kostet das und so. Ja, und dann werde ich nächstes Mal was anderes bringen. Mir fällt noch was Gutes ein. Und dann wünsche ich einen schönen Abend.
Und ich freue mich, wenn mehr Daumen hoch sind und ich bekomme mehr Abo. Und wenn ihr abonniert und so auf die Glocke tickt, dann kriege ich immer was Neues. Denn ich wünsche einen schönen Tag, denn auf Wiedersehen.